Crazy! This is the first time ever a bike comes down. Jungs und Mädels, Hallöchen zu einem neuen Video. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, über Instagram oder so. Und zwar habe ich mich vor zweieinhalb, drei Wochen in den Süden verdrückt zum Radfahren. Und zwar nach Ibiza, um ein bisschen dem schlechten Wetter zu Hause und auch dem Lockdown aus dem Weg zu gehen, um mein Training schön durchzuziehen. Und bin jetzt hier, wie gesagt, seit zweieinhalb Wochen oder so am Radeln. Hab ein paar echt coole Trails gefunden und jetzt auch einige Locals kennengelernt, die mir so ein bisschen die Secret Trails auf der Insel zeigen. Genau, beziehungsweise habe das jetzt die letzten 3-4 Tage mit denen gemacht und waren immer geile Touren. Und da ich meine GoPro dabei habe, habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Tour. Genau, habe mich gerade Hals über Kopf in meine Klamotten reingestürzt, weil sie die Tour jetzt nochmal eine halbe Stunde früher angesetzt haben, also wir haben es jetzt 9 Uhr oder so. Wie man sieht, ich bin ready to go und nehme euch einfach mit. Mal schauen, wird bestimmt wieder eine geile Tour. Mal schauen, ob wir ein bisschen Material zusammenkriegen. Alter, ich tick aus. Gerade sage ich, ich verdrück mich in den Süden, um ein schlechtes Wetter aus dem Weg zu gehen. Pisst! So, hier sind wir jetzt. Regen hat zum Glück gestoppt. Die Gruppe vom heutigen Tag. Die Locals, Luis, Matteo, right? Yes. Matteo and local the local Mariano. Die Jungs sind Hard Enduro-Fahrer, fahren auch World Enduro Tour und werden jetzt, wie gesagt, ein paar Touren zeigen. Ich habe jetzt gerade nochmal 2-3 Bananen reingeworfen, weil bei den letzten Touren wäre ich fast nicht mehr zurückkommen, weil die ganze Zeit am Gas hängen. Today the local is Mateo. So please, opening track. Follow the leader. Follow the leader. Mega! Same. Yeah, at the top again. Yeah, really. I mean, I'm so bad on the rocks. So. I'm. You're gonna be faster than me.
Pizza Enduro. Boah. Mama! Mama! You crazy? The faster you go, the easier I think. No way. What?
En seco lo subimos un día, ¿eh? Un par de veces, ¿no? Sí, sí, hay que ir en seco. We were there. Yeah. Ah, yeah. Ach du! I'm scared of mine. No, me too. It's fucking. Esa es la playa que decíamos. Y si entra se ve reflejado. How much meters? It's probably 200. Yeah. Sí, 200. Oh. Sorry, you okay? Yeah, yeah. Oh. Oh. Vale, vale. Oh. Hola. Go. Very grippy. Oh, wow, ¡Olé! ¡Mira, boy! ¡Es técnica esta, eh! Ah!
Boah, man. Qué guapo. That entrance was something. La recta esa, boah, y boah. Y luego una curva para abajo. Es la entrada, chaval. Ah, what an animal! Man! Yes! Yes! From this dog? Two! Crazy! It's the first time ever a bike comes down. Yes, for sure. I've never done this before. I did it once last week walking. What a tour! What a day, my friend! So insane! Muchas gracias, equipo de Ibiza! Mucho gusto! So, jetzt bin ich wieder zurück im Auto auf dem Heimweg. Bin gut fertig, jetzt habt ihr es gesehen. Ich bin gar nicht wirklich viel zum Reden gekommen oder so, weil es ist entweder so bergauf gegangen oder so technisch bergab gegangen. Die Jungs waren super fit, konditionell und auch technisch, wie man gesehen hat. Es war, glaube ich, eine Runde mit gerade mal 35 Kilometer, aber um die 1300 Höhenmeter. Super geile Trails, immer knackige Anstiege, super technische Abfahrten. Mir hat super Spaß gemacht. Ja, das ist mehr oder weniger das, was ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe. Wenn es euch getaugt hat, mache ich da mal mehr Videos von meinen Touren mit den Jungs, weil ich bin noch ein paar Tage da. Genau. Den Müllsack überfahren. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Like, subscribe.